Das war allerdings eine sehr schwierige Zeit für uns, weil man dort eher der Meinung war, dass das eine sehr verrückte Idee von uns gewesen wäre. Und wir haben da große Mühe gehabt, uns da durchzusetzen und sind dann eben auch nach einem halben Jahr ausgerissen in ein anderes Gefängnis. Und von dort, was auch unter der Kontrolle dieser Hauptanstalt in Landwehr war, sind wir dann auch wieder gegangen, weil uns das Leben da doch, weil das Leben sehr schwer war da, und sind dann jetzt seit 6 Jahren in der Justizvollzugsanstalt in München, fühlen uns da sehr wohl, werden da sehr geschätzt und haben da eine bleibende Unterbringung und eine bleibende Unterstützung gefunden, worüber wir sehr froh und auch sehr dankbar sind. Und wunderbare Erfolgsquote. Ja, man kann natürlich jetzt sagen, die Erfolgsquote, die, wir werden natürlich an verschiedenen Dingen gemessen. Also das ist, das, man kann da viel drüber sagen. Also wir werden eigentlich gemessen daran, wie schnell wir jemanden in Arbeit bringen und wie häufig jemand eben auch rückfällig wird. Das sind zwei ganz schwierige Geschichten, sind das. Die Zahlen, ich habe die aktuellen Zahlen bis August 2017 bezüglich der Vermittlungsrate. 60% unserer Absolventen, wir haben inzwischen über 200 Absolventen, 60% unserer Absolventen finden nach durchschnittlich 27 Tagen eine Beschäftigung. Wobei wir drei Arten von Beschäftigungen haben. Eine Beschäftigung, dass jemand wirklich Unternehmer wird oder aber eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit hat, also was Normales. Mhm. Dann die zweite Kategorie ist, wenn er ein prekäres Arbeitsverhältnis hat, wo er meinetwegen nur 500 Euro verdient. Und das dritte ist, wenn er eine Ausbildung macht oder wenn er ein Studium macht, wo er nichts verdient, aber wo er zumindest morgens seinen Hintern aus dem Bett heben muss und damit eben auch bewegt wird. So, das sind diese drei Kategorien und die lassen sich subsumieren, halt eben unter den Zahlen, die ich eben genannt habe. Das ist das Thema Vermittlung. Und die Rückfallquote ist ganz ein sehr komplexes Thema eigentlich. Da wir machen momentan ein großes Forschungsprojekt mit der TU München, wo das untersucht wird. Und die vorläufige Zahl lautet, dass 12% unserer Absolventen innerhalb von 3 Jahren in dem Sinne wieder straffällig werden, dass sie aufgrund einer neuen Straftat wieder ins Gefängnis müssen. So. Und die offizielle Zahl dazu liegt bei 25%. Das heißt, wir haben das halbiert. Wobei man sagen muss, wir machen keine Rosinenpickerei. Wir suchen uns nicht nur die Leute, die ganz toll sind und die im Zweifelsfall eben nie mehr was anstellen würden, sondern die Kriterien, die wir haben, wonach wir aussuchen, sind erstens, dass sie am Ende ihrer Haftzeit sind. Wir sagen, bis ab Beginn des Kurses maximal 1 Jahr voraussichtlich noch bis zum Ende ihrer Haftzeit. Der Kurs dauert 20 Wochen, also ungefähr ein halbes Jahr. Das heißt, sie hätten maximal noch ein halbes Jahr nach dem Kurs, wo sie dann irgendwie dann ohne diese weitere Betreuung sind. Und das zweite Suchargument oder Kriterium ist, wir nehmen keine Sexualstraftäter, weil wir Angst haben, dass unsere weiblichen Mentoren, mit denen wir das Projekt machen, halt eben dazu große Reserven haben und dass es dazu große Probleme geben würde. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass wir nur Leute nehmen, die die Verantwortung dafür übernehmen, was sie angestellt haben. Das heißt, jemand, der das jemand anderen in die Schuhe schiebt, diese Leute wollen wir nicht haben, weil die natürlich sich mit ihrer Tat nicht richtig auseinandergesetzt haben. Und die Erfahrung zeigt, dass halt eben das auch schwierige Kandidaten sind. Und eine Detailfrage noch. Wenn die innerhalb von 27 Tagen eine Tätigkeit finden, gibt es auch Untersuchungen, wie lange sie dann in diesen Tätigkeiten bleiben? Oder ist es eigentlich abgedeckt mit der Rückfallquote? Nein, das ist ein ganz schwieriger Punkt. Also zunächst muss man mal sagen, dass diese Daten, die dem zugrunde liegen, auch die Rückfalldaten, das sind ganz, ja ich sag mal, Daten, die dem Datenschutz in
gravierender Weise unterliegen. Das heißt, diese Daten werden vom Bundeszentralregister aufgenommen und gespeichert. Und diese Daten können auch nur im Rahmen von wissenschaftlichen Projekten untersucht werden. Es ist sogar so, dass die Justiz selber diese Zahlen, der Justizvollzug, selber nicht hat, weil eben es nicht gestattet ist, dass diese Daten in irgendeiner Weise für statistische Zwecke verwendet werden. Es sei denn, das Interesse der Öffentlichkeit ist so groß, dass es im Rahmen eines wissenschaftlichen Projektes eruiert wird. Was ich damit sagen will, und damit eure Frage zu beantworten, ist die, wir wissen das nur zum Teil. Wir haben natürlich versucht, Kontakt zu haben mit den ehemaligen Teilnehmern, mit den Absolventen. Wir rufen die auch an, wir machen auch Stammtische und kriegen damit einiges mit. Das heißt, wir haben eine Datenbank, wo wir diese Dinge aufnehmen, aber das sind keine vollständigen Informationen, sondern wir kriegen immer nur Bruchstücke mit. Und wir kriegen natürlich vor allen Dingen auch von den Leuten Bruchstücke mit, die es gut geschafft haben, während diejenigen, die es nicht geschafft haben, entweder mit der Arbeit oder aber auch rückfällig geworden sind, die sind natürlich eher sehr beschämt. Das ist das große Problem bei ihnen natürlich. Und die melden sich allenfalls dann erst wieder, wenn die Dinge besser laufen. Das heißt, wir haben also eigentlich keinen ganz genauen Überblick darüber, weil eben auch das Nachverfolgen dieser Kontakte außerordentlich schwierig ist. Tolles Projekt, danke. Ja, die Regie hat mich gerade informiert, dass ich einen gravierenden Versprecher eben mir geleistet habe. Und zwar hatte ich zwischendurch gesagt, dass ich die Unternehmertum, also das Zentrum für Innovation und Gründung an der TU München, zusammen mit meiner Tochter gegründet habe. Das stimmt nicht. Das habe ich zusammen mit Herrn Dr. Schönberger, meinem Kollegen, gegründet im Jahre 2002. Aber was natürlich richtig ist, ist, dass ich die Firma Leonhard, Unternehmertum für Gefangene, die habe ich zusammen mit meiner Tochter gegründet. Und wir haben sehr einträchtig und sehr erfreulich 7 Jahre zusammen diese Firma geführt. Und meine Tochter hat danach sich dann auf neue Wege begeben, hat sich im Bereich, hat einen sogenannten Women's Hub, betreibt sie jetzt zusammen mit einer Freundin hier, also eine Initiative, bei der es darum geht, Frauen zwischen 30 und 40 eine neue Perspektive zu geben für ihren beruflichen Weg. Manche Frauen sind in dem Alter natürlich daran interessiert, doch nochmal herauszufinden, was es für sie jetzt noch gibt, nachdem vielleicht die Kinder inzwischen im Kindergarten sind und sie neue Herausforderungen suchen. Mhm.